Kahlenberg, ein historischer Hügel auf der Höhe von 483 Meter. Er ist sichtbar aus allen Teilen Wiens und umgibt die Hauptstadt von Österreich aus dem Norden. Der Hügel Kahlenberg war ursprünglich bekannt als Schweinsberg wegen der großen Wildschweinherden, welche dort umhergrasten. Jagden wurden in diesen Wäldern oft veranstaltet, während welche die Hunde durch ihr Gebelle Unbehagen inzwischen der Bewohner Wiens verursachten. Deswegen wurde dieser Ort bevorzugt Kahlenberg genannt, was so viel bedeutet wie der Hügel der bellenden Hunde. Der Kaiser änderte den Namen Schweinsberg zu Josefsberg, aber die Menschen nannten den Hügel trotzdem Kahlenberg. Dieser Hügel und über ihn die Spätkamaldulenser St. Josef Kirche wurden ein integraler Bestandteil von den Ereignissen Wiens, wie auch von der Geschichte von ganz Europa. Jesteśmy na miejscu wyjątkowym w dziejach nie tylko tego kraju, ale Polski, całej Europy, powiem nawet świata. Na Kahlenbergu. Na Kahlenbergu, który był świadkiem wielu ciekawych wydarzeń. Był świadkiem i cudu. Początki Kahlenbergu to wiek XI. Ciekawa jego historia. Für vier Jahrzehnte waren die Besitzer von Kahlenberg reguläre Kanoniker von Kloster Neuburg. Im Jahr 1627 brachte der Kaiser Ferdinand II. Die Kamaldulenser dank der Hilfe von den polnischen Grundgrundbesitzer Mikołaj Wolski von Wien nach Italien. Und während des Austausches mit den regulären Kanonika erhielte Kahlenberg und reichte es zum Kamaldulenser. Unter der Bedingung, dass ein Kloster und eine Kirche dort gebaut werden. Am 10. August 1629, während der Anwesenheit von Kaiser Ferdinand II., segnete der apostolische Nuntius Johannes Palotti den Grundstein der Kirche und der Klause. Während des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1643 erbeuteten die Schweden die Arbeits- und Viehbestände der Klause, indem sie die Einsiedler dazu zwangen, das Kloster für die Dauer des Krieges zu verlassen. Für insgesamt 153 Jahre waren die Kamaldulenser ansässig auf dem Kahlenberg, bis 1782, als ein Verbot auf das Kloster in Österreich wirksam geworden ist. In dem Czasie zmarło ich tutaj 80 i są godnie pochowani w katakumbach w tymże kościele. Odegrali wielką rolę. Przede wszystkim modlili się za Europę. Modlili się za świat. Ważnym punktem w dziejach tego miejsca to znana całemu światu tak zwana odsiecz wiedeńska. W roku 1683 Europa została środkowa zaatakowana przez islam. Groziła jej wielka niewola, długa niewola. Der König von Polen, Jan III. Sobieski, in seinem Gemächem, in Wilanów, in der Nähe von Warschau, führte er im Jahr 1683 Gespräche mit dem Kaiser, Leopold I., über ein Bündnis zwischen Polen und Österreich im Falle einer Bedrohung der Türkei. Das Bündnis mit dem Habsburger Königreich war zu dieser Zeit vorteilhafter für das Vorhaben des Königs und eigentliche Interessen des polnischen Staates als ein Bündnis mit Frankreich gegen Österreich, das ausschließlich auf Zukunftsversprechungen basierte. Österreich, verbunden mit Polen durch gemeinsame Interessen, musste unerschrocken seine Opposition gegen seinen östlichen Nachbar versprechen. Kaiser Leopold, bedroht direkt durch Ottoman Macht, erhielt einen starken Verbündeten in den polnischen Staat und durch den Einfluss von Jan III. Er wollte die ungarischen Rebellen unter der Führung von Emmerich Tokoli abhalten von einem aktiven Teil in dem Feldzug gegen die Habsburger, vereint mit der türkischen Armee.
gegen Ende des 17. Jahrhunderts, während der Regentschaft von Sultan Mahomet IV., bereitete die Türkei einen großen Feldzug gegen das christliche Europa vor. Im Jahr 1682 sandte der Sultan den Kaiser Leopold I. den folgenden Brief: Wir, Mahmed, der berühmte und allmächtige Kaiser von Babylon und Judäa, großer König von heiligen Arabien und Mauretanien, berühmter König von Jerusalem, Herr und Herrscher des Sarges von gekreuzigten Gott der Ungläubigen, sendet unsere heiligen Worte zu euch, Kaiser von Rom, und zu dir, polnischer König, dass wir beabsichtigen, euer Land in einen Krieg zu invadieren. Wir werden es zerstören mit Feuer und Schwert. Wir fordern euch auf, in eurer Residenz in Wien auf uns zu warten, sodass wir euren Kopf abschneiden können. Und auch, kleiner König von Polen, wartet ihr auf uns. Wir werden euch zerstören mit all euren Verbündeten und wir werden euch von Angesicht der Erde auslöschen mit jedem, der sich Gaur nennt. Der Großvezier Kara Mustafa Pascha, ein fanatischer Vorbote der besiegenden Ideen des Islams, war die Seele dieser Vorbereitungen. Die aufgeklärten Männer des Ottoman-Königreichs und die gebildeten Araber sahen in Kara Mustafa den Unspruch, das Besen und den Grund für das Blutvergießen. Salamun aleikum. Wybacz, przedostojny. Zacny Efendi Mufti Ibrahim pragnie widzieć Twe czcigodne oblicze. To niech zacny Efendi Ibrahim zobaczy je po rannych modłach. Odejdź. Nie widzisz, że jestem zajęty? Zacny Efendi Ibrahim mówił, że jego słowa będą krótkie, ale ważne jak sury proroka. Efendi Ibrahim jest niebezpiecznie śmiały, tak mówiąc. Wszyscy znają jego odwagę i mądrość, mój przedczcigodny. Wprowadź. Strzeż się słów Kara Mustafy, sułtanie. Strzeż się swoich słów, Efendi, bo czyny wielkiego wezyra potrafią być okrutniejsze niż jego słowa. Jego serce jest mężne, lecz nienasycone, czcigodny. Jego serce jest jak miecz. Nie mieczem dżihad sławi chwałę Allaha, czcigodny, a duchem. Duchem! Zdobyliśmy Cypr, Albanię, Mołdawię i Kretę. Tak, to duch sprawia, że ziemie niewiernych są już prawie w naszych rękach. Po tym, jak przez 30 lat giałuży wyrzynali się, tocząc ze swych żył świńską krew. Tak, to duch sprawia, że Węgrzy oddają się pod skrzydła wielkiej porty, występując przeciwko Habsburgowi. Ha! Tak, to duch sprawia, że papież trzęsie sutanną przed wielką chorągwią proroka i zwołuje na trwogę Ligę Niewiernych. Niezbadana jest moc wiary, czcigodny. Zdobędziemy świat słowem proroka, a nie mieczem. Potrzeba nam przemocnej wiary. No to padaj na twarz, Efendi, i się módl. Założę się z tobą o 1000 złotych podków, że jutro sam Mahomet wstąpi z nieba i na srebrnej tacy poda mi głowę papieża, bez udziału naszego miecza. Nie głowa papieża będzie naszym zwycięstwem, a prosta droga naszej woli. Kto cię nauczył tych mądrości? Kto? Święte Pismo Koranu, czcigodny. Bóg sprowadza z drogi, kogo chce i prowadzi drogą prostą, kogo chce. Jeśli utopimy Europę we krwi, Allah się od nas odwróci. Luźnisz! Powiem ci, kto wbił tę herezję do twojej głowy. Znam ja twoich mentorów, Efendi. Zacni ludzie donieśli mi o twoich konszachtach z żydowskimi rabinami, o twoich dyskusjach z papieskim plenipotentem Dawiano. Nie jest to grzech ni zdrada rozmawiać z mędrcami o Bogu. O jakim Bogu ty mówisz? Bóg Żydów i Giaurów nie jest naszym Bogiem. Jest jeden Allah, przedcigodny sułtanie. Wszyscyśmy jego dziećmi. Miłość, nie miecz i chciwość jest panem naszej woli. Taka jest prawda. Pismo mówi, obowiązkiem jest przestrzeganie praw szariatu, aby bezprawnie nie powodować rozlewu krwi. I ja ci pismem odpowiem.
cała ziemia jest własnością Allaha. Z jego polecenia rządzi nią namiestnik. To ja, sułtan. Taka jest prawda. Może w nią nie wierzysz, Efendi? Allah jedynym mi sułtanem. Odejdź, zacny Efendi. Będę myślał w nocy o twoich słowach. Salam alejkum. Stało się według twojego rozkazu, przedostojny. Stało się według woli Allaha. I nie ma na tym świecie nikogo, kto by jego gniew powstrzymał. Nie ma nikogo, kto by mój miecz zatrzymał. Nikogo. Der erste, der die ankommende große Gefahr von Osten wahrnahm, war der Papst. Heiliger Innozenz XI. Er war es, der die richtige Gründe fand. Herrscher davon zu überzeugen, ihre nationalistischen Egos und Unbereitschaften zu vergessen und zusammen gegen den Feind anzugehen. Der Papst war sich darüber bewusst, dass das nicht nur eine Verteidigung Wiens war, vor einem anderen militärischen Übergriff von einer weitreichenden Nation, aber eine Verteidigung Europas gegen eine Flut des Ottoman-Königreichs, dem Stellvertreter des aggressiven Islams. Weil Österreich mit dem ersten Übergriff von der Türkei bedroht wurde, unterstützte sie den Papst mit jeder möglichen Beihilfe, sodass sie jedes Mittel besitzen würde, um den Feind abzuweisen. Inmitten der vom Papst und Herrscher bereitgestellten Beihilfen war auch Polen, das bekannt war für seine vergangenen Verteidigungen Europas gegen türkische Eindringlinge. Auf dieser Grundlage zählte der Papst auf ein unterschriebenes polnisch-österreichisches Bündnis ab und auf die Bildung einer antitürkischen Heiligen Legion für die Verteidigung der Christenheit. Das Unterzeichnen dieses Bündnisses war am 1. April 1683. Es war ein Offensive-Defensive-Bündnis, wessen Garant der heilige Innozenz XI. War. Am 14. Juli 1683 stand der Großwesir Kara Mustafa mit seinen 100.000 sieben bemannten Armee plus 30.000 Walachen, Ungarn und Tataren in der Nähe von Wien. In einem an den Kaiser Leopold I. adressierten Brief drohte er, dass wer immer sich nicht dem islamischen Glauben übergibt und nicht akzeptiert, wird den Tod erleiden und das Land wird den kompletten Ruin verfallen. Bald hatten die Türken die abgelegenen Bezirke der Hauptstadt erobert und schnitten Wien von der linken Uferseite der Donau auf. Ein Geist einer ankommenden Niederlage kreiste über Wien. Heiliger Innozenz XI. Wandte sich an den König von Polen mit der Bitte: König, rette die Christenheit! Kaiser Leopold I. schrieb am 3. August: Wir flehen euch an, dass sie so schnell wie möglich auf dem Weg, auf den sie Fuß gesetzt haben, weitergehen. Der Kommandant der österreichischen Armee, Karl V., Herzog von Lothringen, schrieb den König von Polen am 15. August vom Lager des Kaisers: Ich flehe Eure Majestät zu Eile mit Eurer gut ausgerüsteten Armee zu uns, damit unter Eurer Führung wir den belagerten Wiener Hilfe leisten und auch die christliche Welt retten. Die polnischen Ritter auf dem Weg nach Wien
haben das auch so verstanden, dass die Befreiungsaktion der Christenheit galt und nicht um sich zu bereichern. Denn die gläubigen Ritter waren begeistert, teilzunehmen an Befreiung der christlichen Welt. Auf ihrem Weg hielten die Ritter in Częstochowa an, wo sie auf der Jasna Góra ihre Gebete für einen Sieg hielten, bevor der wundersamen Erscheinung der Mutter Gottes. Dort ging Sobieski zur Beichte und erhielt die heilige Kommunion. Von den Menschen erhielt er eine Kopie von der Madonna von Jasna Góra, die er mit nach Wien nahm. Zudem erhielt der Hetman Stanisław Żółkiewski Säbel als Zeichen des kommenden Sieges. Sobieski führte eine Armee von ungefähr 21.000 Männern an, welche 25 Husarenfahnen beinhalteten. Am 26. Juli verließ er Krakau in Eile für die Belagerung Wiens und wartete nicht auf die spät ankommenden Litauer. Der Weg des Marsches führte sie durch schlesische, moravische und tschechische Länder. Am 3. September fanden sich verbündete Armeen von insgesamt 67.000 in der Nähe von Wien wieder. Prinz Karl V. von Lothringen führte die österreichischen Armeen an. Ernst Rüdiger von Starnberg leitete die Verteidigung des belagerten Wiens. Der Kurfürst Johann Georg III. Kommandierte die sächsische Armee. Friedrich von Waldeck, der Führer der fränkischen Armee. Maximilian II. Emanuel führte die bayerische Armee an. Prinz Eugen von Savoy begann seine Armeekarriere mit dem Kampf von Kallenberg. Seine Drachenbrigadier waren den verbindenden Armeen untergeordnet. Der König Sobieski zählte enorm auf die mutige Husarenkavallerie, die sich sehr oft in der Vergangenheit in verschiedenen Kriegen der Verteidigung von Polen und Europas Unabhängigkeit bewiesen hat. Graf Karl V. von Lothringen, der Führer der österreichischen Armee, hat diese Meinung mit dem polnischen König anfangs nicht geteilt. No jak tam twoja piechota, Sieniaszu? Strach? Widzą króla między sobą, to i portkami nie trzęsą, wasza wysokość. No to idziemy sprawdzić. A te skrzydła? Chyba, żeby przefrunąć przez wzgórze Hallenbergu. Ha, nie wierzysz, książę, w siłę mej husarii. Wybacz, wasza królewska mość, ale to nie był trafny wybór brać tę pancerną jazdę. Góry! No i w te olbrzymy łatwo trafić z muszkietu, jak w słonia. Wystaw, książę, swój najlepszy czworobok i walczmy. Nie na pchły, na kule i żelazo. Attenzio ad ordinem! Szable w dłoń, prezentuj broń, salut! Vivat Rex Polonie! Vivat Rex Polonie! Vivat! Ein Rat, der Kommandeur der alliierten Armee, einberufen am 3. September in Steppelsdorf, nicht weit von Thun bei Wien, in Prinz Hadegoks Schloss. Die Strategie der gesamten Schlacht musste noch diskutiert werden. Aber noch wichtiger, der kommandierende Posten musste einem Führer anvertraut werden, der in der Kunst des Krieges bewandert war. Kaiser Leopold I. zog an die Grenze zwischen Österreich und Bayern, nach Passau. Die ganze österreichische Armee verließ er mit der Führung des Herzog Karl V. Wer wird den Oberbefehl der verbündeten Armee übernehmen? Polen wurde von Jan III. Sobieski, zwei kaiserlichen Hetmans, Stanisław Jabłonowski und Mikołaj Sieniawski repräsentiert. Auf der Seite des Kaisers Herzog Karl von Lothringen und Markgraf Hermann von Baden, von der deutschen Seite Prinz
Friedrich von Waldeck, Johann Georg III., Kurfürst von Sachsen und seinen General Joachim Goltz, Padre Marco Daviano und Jakob, König Jan Sobieski Sohn. Uderzmy walnym starciem i zniszczmy przeciwnika jednym ciosem. Niech się wypowie książę Saski. On ma świeże oko. Ryzykowny manewr. Rzucić wszystko bitwą na jedną szalę? Cóż, książę, radzisz? Proponuję szerokie obejście Wiednia. Racja, manewr zmusi wroga do odstąpienia od miasta. I mniejsze straty po naszej stronie. Bzdury. Wasza wysokość, jesteś w mniejszości. Chcesz tu absolutyzm à la France uprawiać? Bardziej oświecony. Spójrzcie na mapę. Turcy zamkną nas po trzasku od strony Dunaju i wyrżną jak kury. Trzeba odejść jak najdalej od rzeki i uderzyć od strony Lasu Wiedeńskiego. Jak wasza wysokość tę swoją ciężką jazdę przerzuci? Toż górski teren. Pacjar, pocjar, mój żołnierz przecierpi, ale zwycięży. Wasza królewska mość, nie uchodzi lekceważyć naszych głosów. Nie jesteście dowódcą. Oto laska marszałkowska, ofiarowana mi przez cesarza. Laska marszałkowska to jeszcze nie buława naczelnego wodza. Nie lekceważę waszych głosów. Mój plan to rozbić armię turecką na kaput Murtu, aby głowa potwora nie odrosła i nie ukąsiła chrześcijańskiej Europy nigdy więcej. Wasz plan ma rację Sławoria, ale nie zniszczy osmańskiego imperium ad fine. Zgoda. Wybierzmy spośród nas wodza. Zgódźmy się, że to wasza królewska mość po honorze i pierwszeństwie korony będzie naszą zjednoczoną armią dowodzić. Słucham! Jakiś jeszcze fortel na wroga szykujesz? Przeprawić się przez Dunaj aż pod Tur, gdzie Turcy najmniej się nas spodziewają. Opóźnić marsz. Uderzyć z nastaniem deszczy jesiennych. Co? Wasza królewska mość liczy jeszcze na litewski odwrót? Przekreśliłem zdrajców dawno w moich planach. Liczę na wilgoć, która proch w muszkietach i armatach tureckich ad nihil uczyni. Wiedeń się nie utrzyma. Wasza królewska mość, masz za nic mieszkańców Wiednia i ich życie? Koncept godny mahometańskiego sułtana, który ludzi jak bydło traktuje, a nie chrześcijańskiego króla. Chrystus i Matka Przenajświętsza mi świadkami, że Comnita Sivium to ludzie, a nie mury Wiednia. Ale nie mamy raportów. Nie wiemy, jaka sytuacja w mieście. Ostatnia kwestia. Dlaczego mamy uderzyć od zachodu? Dowiesz się, książę, podczas bitwy. Proponuję, aby wodzem naszych sprzymierzonych armii był... Zgłaszam. Jan III Sobieski. Weto. Zgłaszam. Książę Karol Lotaryński. Jego to ziemia. Niech on ją wyzwoli. Mea vox. Zgadzam się na księcia Karola.
wolą Ojca Świętego jest, by chrześcijańską armią dowodził Rex Polonie, Joannes Sobieski. Der päpstliche Stellvertreter, Kapuziner Padre Marco Daviano, als der Repräsentant des Papstes, Heiliger Innozent XI., wurde sehr geachtet, favorisiert und angenommen. Er war der geistliche und politische Berater des Königs und Kaisers, in allen Angelegenheiten schwierigen Falles, aber hauptsächlich war eine Person, der sich Tag und Nacht dem Gebet widmete. Er betete eifrig wie Innozent XI. Für ein friedliches Ende der gewaltsamen Übernahme ohne Blutvergießen. Ecce crux domini! Uciekajcie wszyscy wrogowie! Trotz allem, als die gesamte Hoffnung erlosch und der entscheidende Augenblick des Kampfes bevorstand, bereitete Padre Marco Daviano weiterhin die Ritter für den Verteidigungskampf des Glaubens vor und betete inbrünstig: Przybądź! Dopomóż nam! Wielki Boże zastępu, Ty wiesz, że my kochamy tylko pokój. Pokój z Tobą, między nami, z naszym bliźnim. Jeżeli moja śmierć może się przysłużyć, oddaję Ci, Boże, moje życie jako żertwę. Nie wzbraniam się umierać. Wyciągam ręce jak Mojżesz, aby wszyscy poznali, że Ty jesteś jedynym potężnym Bogiem. Na chwałę Twojego imienia daj nam zwycięstwo! Nach dem Treffen der Armeen in Tulln entschied sich der König Sobieski für den schweren Marsch nach Kallenberg durch die Hügel der sogenannten Wiener Wald. In der Nacht vom 9. zum 10. November standen die Führer in dem Wald in Königstetten in der Nähe eines Backsteinschlosses. Es wurde geplündert und leerstehend hinterlassen von den Türken, aber nicht komplett. Die Soldaten suchten in allen Kellerräumen, wo sie ca. 200 Fässer Wein fanden. Der Augenzeuge Mikołaj Diakowski, Leutnant der königlichen Armee, schrieb in sein Tagebuch: Das Pebble begann schrecklich zu trinken. Als der König davon hörte, sandte er Jabłonowski, um sie aufzuhalten. Als ein kluger Führer beauftragte dieser, die Fässer aus Wein in Stücke zu zerhacken. Dann folgte ein großer Regen und ein fester Zelt wurde für den König errichtet. Der Herzog von Lothringen, Karl V., errichtete auf dem Kallenberg sein Zelt zwischen den Mauern, die von den Türken abgebrannt wurden. Am 10. September feuerte er eine Rakete ab, um den besiegten Wienern die Ankunft der bevorstehenden Befreiung zu signalisieren, die sehr nahe stand. König Sobieski kam am Kallenberg den 10. September, einen Samstag, mit seinem ganzen Gefolge an und berief ein Treffen mit all den Anführern der Vereinigten Armeen. Am Sonntag, den 12. September um 3 Uhr morgens, der König beauftragte das Aufrichten einer Feldkapelle hinter der Sakristei. Gdzie szukać pomocy? On, król wielkiej wiary, szukał u Boga. I dlatego bitwę następnego dnia, 12 września, rozpoczął mszą świętą, wierząc, że tylko Bóg może nas uchronić od największego nieszczęścia. O 4 rano tutaj msza święta, do której służył Jan III Sobieski ze swoim synem, 16-letnim Jakubem, z innymi dowódcami. Potem ostatnia narada wojenna, a udające się na pole bitwy rycerstwo nasze Sobieski błogosławił, w imię Boga i Maryi wybroniło chrześcijańskiej Europy. An diesem Gedenktag stand eine Armee von etwa 67.000 vereinigten Kräften für den Kampf bereit, von denen 21.000 Polen waren. Kara Mustafa führte etwa 107.000 seiner eigenen Truppen in den Kampf, von denen etwa 30.000 mit dem Sturm auf die Mauern von Wien verwickelt waren. Abgesehen von dem Vorteil der Anzahl, verhalf den Türken ihre gute Position auf den Weinhügeln und Feldern,
die den Marsch der Vereinigten Armeen, besonders der schweren Kavallerie, enorm. König Sobieski führte persönlich die Truppe an und stand dabei oft in der gewöhnlichen Feuerzone. Die polnische Armee kommandierend zählte er sehr auf die Husaren und Marcin Konski, halbharnischen Attacken die Lager der Feinde stürmend. Unter dem polnischen Kommandanten war Hetman Mikołaj Sieniawski und der königliche Hetman Stanisław Jabłonowski. Sie formten den rechten Flügel der verbündeten Armee. Die Türken versuchten, den polnischen rechten Flügel zu attackieren, aber sie wurden sehr schnell zurückgewiesen. Die Husarenkavallerie säte Frucht und Angst, nicht nur unter der türkischen Armee, sondern verursachte auch sehr große Panik unter ihren Pferden und Kamelen. Sobieski spornte die Gepanzerten und die Husaren zum Kampf auf. Und als das türkische Lager erreichen, attackierte er sie. Zuerst die Kavallerie des Tatars und dann die Besatzung des Lagers. Und die Janitscha-Infanterie nahm die Flucht durch hochgeschwollenen Fluten des Wiener Flusses. Der Großvezier Kara Mustafa lief kleinlaut von Kanwelt weg, fehlend die bevorstehende Niederlage. Leichte Kavallerie verfolgte den flüchtenden Feind. Die besiegte türkische Fahne wurde hastig dem kommandierenden König Sobieski von den Husaren präsentiert. Der polnische Monarch war sicher, dass die Fahne des Sultans von großen Propheten war, sandte er sie sofort nach dem Kap zu Papst Innozenz XI. Mit einem Brief, der mit den Worten begann: Venimus, Vidimus, Deus Vicit. Wir kamen, wir sahen, Gott hat gesiegt. Am Sonntagabend, den 12. September, endete der Kampf von Wien. Der Sieg war enorm. Später in der Nacht, als der Lärm im Lager sich gelegt hatte, setzte sich Jan III., um seine normale Korrespondenz fortzuführen. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Przybiegały tedy do mnie książęta, jako to elektor bawarski Waldek, ściskając mnie za szyję, a całując w gębę, generałowie zaś w ręce, w nogi, cóż dopiero żołnierze, oficerowie i regimenty wszystkie, kawalerii i infanterii wołały: Ach, unser brave König! Jan III Sobieski. Następnego dnia Sobieski wjeżdżał już do wolnego miasta Wiednia. Entuzjazm przeogromny, radość. A król świadom, kto tu dokonał tego cudu zwycięstwa, bo inaczej tego zwycięstwa nie można nazwać jak cudem. Jako historyk nie znam takiej bitwy w dziejach świata, która by w kontekście tak wielkiego zagrożenia, jak wtedy zakończyła się w jednym dniu, tak wspaniałym zwycięstwem. Dziękował Bogu w centrum miasta, w kościele Augustianów, tym razem dziękczynną mszą świętą, na zakończenie której zaintonował Te Deum Laudamus. Ciebie, Boga wysławiamy. Der Eintritt der siegreichen alliierten Armee nach Wien war Sobieskis wahrer Triumph. Die Menschen der befreiten Hauptstadt hießen ihren Retter enthusiastisch willkommen, indem sie sich zu seinen Händen und Füßen warfen, als ein Akt der Dankbarkeit. Am 14. September, zwei Tage nach dem Kampf, kam Kaiser Leopold von Passau und traf sich mit Jan III. Auf dem Felde in der Nähe des Vorortes Schwechat. Am nächsten Tag, während eines offiziellen Treffens, hielt der Kaiser eine Sprache, so wie ein Augenzeuge. Johann Peter von Wackeren erinnert sich daran. In seinen Worten überbrachte er die immense Dankbarkeit an den König, der mit vielen Schwierigkeiten und der so einen gewaltigen Marsch bewältigte, um seine Hilfe gewährte, einen gegen den gemeinsamen Feind der Christenheit zu besiegen. Seine Handlungen wegen, nach Gott, verdankt Wien ihm die erfolgreiche Befreiung.
Papst Innocenz XI. Nahm aus Dankbarkeit zu Polen für ihre Verteidigung der Christenheit den polnischen Adler in seinen Familienumgang Odeskalki hinein. Mit der Anordnung, dass der weiße Adler auf seinen Familienumhang angebracht wird, auf seinen Sarkophagus. Der Papst sandte Jan III. Auch Geschenke, die von ihm gesegnet waren, ein Schwert und einen Hut. Der gesegnete Innozenz XI. Wünschte die Wichtigkeit dieses Kampfes, die die Christenheit gerettet hat, in der Geschichte der Kirche zu hinterlegen. Und für dieses Vorhaben empfahl er das Fest der Mutter Gottes für den 12. September. Der Heilige Stuhl entschied auch in Gedenken an den Sieg von Wien im Zentrum von Rom eine Kirche, die den Namen Mariens ehrte, errichtet würde. Bis zu diesem Tag steht sie in Rom auf dem Trajansforum. Najazd turecki. Wtedy właśnie ten kościół, ten klasztor, 4 dni przed bitwą, co ilustruje ta makieta, został zniszczony. Tak. Kameduli z wielkim trudem odnowili tę świątynię, a potem spotkało ich większe nieszczęście. Cesarz Józef II, likwidując klasztory, usunął kamedułów raz na zawsze z Kalebeu. I od tego to właśnie czasu kościół kalemberski popadł w straszliwą ruinę, aż strach pomyśleć, czy za czasów napoleońskich była magazynem. Nie zadbała Austria o cmentarz poległych naszych rycerzy, który rozciąga się stąd prawie aż po centrum miasta. Tak. Nie ma już ani jednego krzyża na grobach. Domy stoją, drzewa rosną, a w głębi ziemi nasi rycerze, którzy oddali życie za ten kraj. Die Kirche von St. Josef wurde auf den Kallenberg 1639 erbaut, von den Vätern der Kamaldulenser. Der Sponsor dieser Erbauung war Kaiserin Eleonora, Erzherzog Leopold und andere auserwählte Männer. Seine charakteristische Einfachheit ist typisch für den Stil der Kamaldulenser. Es ist ein einflügeliges Gebäude mit einem Turm. An der Südseite, gleich neben der Kirche, gab es die Bibliothek, hier die Wohnung der Priester. Die innere Ausrichtung der Kirche geht auf das späte Barock. Der Hintergrund des Kreuzes wurde von Friedrich Licher 1852 gemalt, in Auftrag von Frau und Herr Finsterler. Das Gemälde zeigt die Engel mit Instrumenten des Leides unseren Herren. Und da ist die genaue Nachbildung der Kirche, die Maria heißt und sich in Rom befindet. Nachbildung, die der Papst Pius X. Nach Kallenberg sandte. Nachbildung Mutter Gottes von Częstochowa wurde 1906 von Haupt der Paulina, von Eusebius Reimann geschenkt. Das Gemälde der Madonna, allgemein bekannt als Sobieskis, wurde dem König angeboten von Papst Clement XI. Für den Sieg von Wien. Das gegenwärtige Organ wurde 1910 erbaut und das Gehäuse ist vom 18. Jahrhundert. Die Sobieski-Kapelle. In der Kapelle hinaufführend sind zusammengeschweißte Balken mit den Anfangsbuchstaben von Jan Sobieski. Die Gedenktafel informiert darüber, dass an diesem Ort vor dem Kampf Padre Marco Daviano die heilige Messe feierte. Sie wurde gefeiert vor dem Gemälde unserer heiligen Mutter Gottes von Częstochowa. Die Balken öffnen sich mit den Anfangsbuchstaben des Königs, JS.
Im Altar ist ein Gemälde des Papstes Innozenz XI, der für den Sieg betet. Darüber, die Bezeichnungen auf dem Banner des Kaisers Konstantin des Großen, steht geschrieben in hoc signo, in diesem Zeichen. Der päpstliche Legat Marco Daviano feierte die heilige Messe vor dem Kampf. Besucher der Messe, König Jan III., Karl V. von Lothringen, Maximilian von Bayern, der Königssohn Jakob. Ein symbolisches Gemälde eines polnischen Ritters, der das türkische Banner zu Füßen von St. Josef legt, dem Patron von Kallenberg. Das Monument von König Sobieski. Eine Kopie von Jan Matejkos Gemälde Sobieski in Wien, die Arbeit des Malers Stokosiński. Matejkos Original wurde dem Papst Leo XIII. Angeboten und befindet sich im Vatikan. Ein Säbel wurde Sobieski nach dem Sieg Wiens angeboten. In der Sakristei befindet sich ein Schatz mit Erinnerungsstücken von den Vettern der Kamaldulenser, wie auch welche, die mit dem Sieg Wiens verbunden sind. In einem wertvollen antiken Kleiderschrank von 18. Jahrhundert wurde eine Statuette von St. Romuald gefunden, dem Gründer der Kamaldulenser. Das höhere Wandgemälde zeigt Episoden aus dem Leben von heiligen Romuald. Eins der Bilder zeigt den Türken, wie sie in die Kirche rennen, wo sie vor dem Altar auf den Treppen den schon leblosen Körper des 86-jährigen Bruder Renatus fanden. Die Statuette unserer heiligen Mutter Gottes mit dem Kind Gottes, die Plague und Tod besiegt, wurde dort 1679 aufgestellt als ein Zeichen der Dankbarkeit für das rettende Leben der Mönche während der großen Epidemie. Alte historische Bücher beschreiben die Geschehnisse des großen Sieges in Wien. Der Schatz beinhaltet weiße Waffen, Goldstücke, Medaillen und verschiedene türkische Reliquien. Goldstücke. Messer. Türkische Dolche. Schwerter. Schwerter und Medaillen. Türkische Metallblatt mit intrikaten Bildern. Holzperlen. Bild von Trophäen. Medaille der Belagerung. Medaille des dritten 100-jährigen Jahrestages 1983. Die Gedenktafel der Auferstandenen als Tribut für den polnischen König. Die Kirche und die Kapelle Sobieskis wurden von der Kirchengemeinde der Auferstehung erhalten. Im 19. Jahrhundert in der Restauration der Antiquitäten große Verdienste wurden von der Familie von Johann und Josefine Finsterle erwiesen. Dieser heilige Ort, gebaut von den Kamaldulenser und zerstört durch die Zeit, Johann und Josefine Finsterle retteten es mit ihrem eigenen Geld von den kompletten Ruinen im Jahr unseren Herrn 1852. Gustav und Anna Benischko, ihre Erben, kümmerten sich um es für 30 Jahre, bis es freundlicherweise der Kirchengemeinde der Auferstehung 1906 übergaben, die es wunderschön restauriert und dekoriert. Eine Erinnerungstafel an das Andenken an Baron Professor Gubrinowitsch, der viel seiner Zeit, Kraft und seines Geldes für die Restauration widmete, um den heiligen Ort zu erhalten. Die Urne, die seine Asche beinhaltet, befindet sich im unteren Teil der Kirche. Das Museumprojekt wurde von einem exzellenten polnischen Maler vorbereitet, Professor Josef Mechowa. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges behinderte die Pläne. Im Jahre 1930, die Bemalung der Kapelle, vertraute man an Jan Rosen, Professor der Lwów Technology Institute. Im Jahre 1975 der Krakauer Maler Tadeusz Panaszek renovierte und malte dazu die Porträts der Wiener Helden. Największym wydarzeniem po zwycięstwie odniesionym tutaj w 1683 roku, po Wiktorii Wiedeńskiej, była obecność dziś sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. To on właśnie tutaj, w tej kaplicy przed tym papieżem, modlił się. Po długiej modlitwie powiedział mi tak: mój drogi, prosiłem tu Boga o głęboką wiarę i nadzieję dla narodu polskiego. Als Zeichen
seiner großen Achtung für den Ort, heilig durch das Blut der Helden, Beschützer der Christenheit, Papst Jan Paweł II., ähnlich wie Papst Leo XIII., schenkte er Museum und das Sanctuary. Seine Schuhe, seine Zucchetto, Mütze. Es ist das Symbol der ganzen Hingabe von Kopf zu Fuß für das ewige Wohl des Andenkens für die, die gestorben sind. Der Papst besucht die Kapelle. Pater Peter Kaglik, Direktor des Sanktuariums, erklärte den Papst die Exponente in Museumkirche. Das Segnen Sobieski Schild. Die Verehrung der Madonna von Częstochowa Kapelle. Das Segnen der liturgischen Gewänder. Wir möchten ausdrücken unsere tiefste Dankbarkeit den allmächtigen Gott für den Mut und Kraft unserer Väter. Wir möchten hier in Wien das Gedenken an Jan Sobieski ehren und das Vaterland in Gefahr, das er verteidigte. Und auch für Europa, die Kirche und die Kultur, alles in höchster Not, Lebensgefahr, als er zu Hilfe kam. Wir erinnern uns an die Truppen, die der König führte, insbesondere unsere Landsleute, unsere Ritter aus Wien. Wir erinnern uns und ehren ihre Opfer und Tapferkeit. Das ewige Licht scheine ihnen und das gleiche Licht erleuchte unsere Wege, Wege zukünftiger Generationen, unsere Brüder, Schwestern und der ganzen Welt.